Oh, Jens ist auch da. Hallo. Ich grüße dich. Okay. Der hat Downshift Protection, alles klar. Das ist ja nett. Hallo Jens, ich grüße dich. Na? Alles wieder tutti? Moment, ich muss dich muten. Jo, alles schön. Halt mal gucken, wie lange du merkst. Achso, ich war gerade AFK. Du bist gerade mir vorbeigedüst, dachte, okay, kann nur er sein. Ich bin extra schnell da gefahren, damit du mich noch siehst. Nun klar! Wie geht's deinen Wehwehchen? Besser, oder? Es geht besser, seit ich mir am Mittwochmorgen beide Füße platt gelaufen habe. Vernünftig, schön durchblutet und so. Ja, einfach, wenn eh schon alles kaputt ist, dann habe ich mir gedacht, kannst du auch gleich kaputt laufen, komplett. Jetzt habe ich zwei Plattfüße und merk's nicht mehr. Das ist okay. Das eine überdeckt quasi das andere. Das kenne ich. Das, ja, habe ich auch schon. Mehrere Sachen, eins überdeckt das andere. Freut mich. So, die letzten Tests für heute stehen an, dann bis die nächste Strecke kommt. Ab morgen ändert sich viel im Spiel. Morgen, übermorgen, viele Veränderungen. Assetto Update oder änderst du einiges? Ich ändere einiges für uns. Assetto Corsa geht in Version 2.0 bei uns. Also ich weiß nicht, ob ich es morgen alles schaffe, ich fange zumindest morgen an. Hab heute schon mit der Planung begonnen. Also gab es vor ein paar Tagen Update und du haust das jetzt drauf? Nee, ich ändere nur bei uns was. Ach so, okay. Ich verändere komplett Strukturen, okay. Alles. Alles, ja, wird anders. Schön. Aber läuft gut. Ich bin nicht drauf gekommen, wusste ich, alles klar. Dropbox gucken. Google Drive. Die neuen Sachen sortiert nach dem neuesten zuerst und schon. Beste, oder? Also, wie einfach ich den Leuten mache. Ja. Und das wird noch übersichtlicher dann. Wenn schon so gut ist, wird auch noch ein bisschen angepasst. Ich teste jetzt mal die Autos, die ich in Nürburgring scheiße fand. Wie die sich jetzt hier fahren. Ich habe den Ferrari, fand ich doof. Aber hier, ja, habe ich den lieben gelernt heute. Das ist krass. Du hast eben noch gesagt, du bist in 1000 Runden gefahren, dann fandest du ihn doch gut. Ja, genau. Tucho, schlaf gut. Am Anfang fand ich ihn so krass über Untersteuern, Übersteuern, was auch immer. Und jetzt habe ich nochmal die restlichen dazu geaddet. Schauen wir, was wir noch übernehmen für die nächste Strecke. Es war schon gestern wild hier. Rennen gefahren sind. Ich weiß nicht, ob du reingelurkt hast. Wir haben jetzt immer so einen Renntag dazwischen. Gestern war ich nicht da, nee. Und wie ist gelaufen? Nachdem ich jetzt jeden Tag 8 Stunden trainiere, sogar manchmal mehr, erste Rennen, bei einer Kurve ist verschaltet und gegen die Wand, na okay, passiert, dann ist dann noch DJ mich reingerannt. Waren wir beide draußen. Ups. Dann bin ich 18 Minuten lang ins Bett und hab ein bisschen entspannt, um meine Renten gegenzuwirken. Und danach nächste Rennen gewonnen, das nächste Rennen dann Technik gewonnen, war ganz witzig. Aber Technik einfach sehr, sehr stark im GT3, da habe ich kaum eine Chance. Kommt auch immer aufs Auto drauf an, wie es wem liegt und wie viel der Mann gefahren ist. Mal gerade einen Bentley testen. Ich muss immer nach oben gucken. Ich muss mir die Sicht vielleicht mal gleich vom Cockpit aus verstellen. Und wir haben einen neuen starken Porsche. Ich weiß nicht, ob du den genommen hast. Was hast du denn für ein Auto? McLaren. Oh, der ist stark. Der ist gut. Also den ich beim Nürburgring ganz gut fand. Ja, der ist super zu fahren. Ich habe mir gedacht, zum Warmwerden, warum nicht, ne? Sehr gut, sehr gut. Gute Wahl, gefällt mir. War ja früher auch McLaren-Fan, also das passt irgendwie. Ja, als Senna mit McLaren gefahren bin, natürlich, klar. McLaren Honda. Oh, da. Ja. Da kann ich ja schon ein bisschen hier. Irgendwas davon kommt auch bei uns jetzt bald. Formel 1 mäßig.
Ja, es kommt Formel 1 mäßig, kommt noch was, kommt Formel, also GT3 mäßig kommt noch was, kommen noch andere Sachen, also mal schauen, wie das hinkriegt. Hast du Fotos rausgesucht, oder? Nee. Weil eben Senna-Zeit, da muss man ja gleich am Turbo denken. Oh, Gottes Willen. Das Auto, ja. Das ist ja doch mal was, so ein Oldschool-Formel-1-Wagen. Genau. Kommt. Wir werden ein bisschen versuchen dann noch. Also das ist ja gerade, warte mal kurz. Ich fahre mit der Sicht nach vorne. Oh Gott, was ist denn jetzt? Was ist das für eine Sicht? Ui. Okay. Moment, ich muss hier oben Dings da. Warte mal. Erstmal muss ich nach vorne. So wie wir es eben hatten. Bisschen höher. Die Neigung noch ein bisschen höher. Ja. Können wir vielleicht auch noch ein bisschen zurück. Ich sehe da unten eh nichts. Okay, ich probiere mal so. Bei manchen aus muss ich halt gar nichts ändern. Bei dem ist komisch. Ja. Eigentlich viel gelernt noch bei der Strecke. Hab mir vorher noch einen Guide angeschaut, wie man die Strecke am besten fahren soll. Ich habe jetzt das bisschen überwunden, dass ich jetzt 5 Jahre nicht mehr gefahren bin. Ich möchte jetzt ein bisschen weiterkommen, weißt du? Merk schon. Aber das ist halt ultra Mammutprojekt, was sehr, sehr schwer ist. Klar, fahren Spaß hinterher, aber der Spaß kommt auch, wenn man seine eigenen Skill verbessert. Okay, der Bentley ist immer noch ein Schlachtschiff, sag ich dir. Ist immer noch ein Schlachtschiff. Der neue Porsche, den ich reingetan habe, RSR GTE von 2021, ist eigentlich der einzige Wagen, mit dem TG fahren kann. Hat er gestern also gemeint? So wie man gecoacht? Ja, unterschiedlich halt, ne? Weiß ich nicht genau. Ich denke, ich bin schon ganz zufrieden, wenn ich wieder dahin komme, wo ich vor ein paar Tagen war. Ja, das ist halt immer so eine Sache. Aufzuschließen auf den Tag zuvor oder die 2 Tage danach, das schaffe ich auch nicht so einfach. Erstmal 2-3 Stunden fahren, dann ist man bei der Form, wo man gestern war. Und dann kann man sich verbessern oder man bleibt gleich. Oder wird schlechter. Ja, das wird schlechter, hatte ich ja vor ein paar Tagen. Ja, das ist normal. Das ist halt leider normal.
muss dein Trainingspensum, glaube ich, erhöhen, du. 8 bis 10 Stunden am Tag ist, glaube ich, zu wenig. Das geht so nicht. Ich sag's dir, Jens, das geht so nicht. Das ist beschissen. Ich werd nicht viel besser. So lasst du was alles tot, tot ernst hier. Wow, manchmal ist weniger auch mehr. Wie? Wenn auf dem Konto weniger Geld ist, wie soll das mehr sein? Versteh nicht. Was ist mit dir? Naja, wenn du mit dem Geld besser umgehst, als wenn du es noch verschwendest, zum Beispiel. Aber Geld macht glücklich. Wenn man es ausgibt, ist man glücklicher. Wenn man sich was leistet. Ich rede von kreativen Pausen. Motivationstanken. Ich bin doch kein Zeichner. Was denn jetzt? Kreative Pausen. Spiel ich Sims oder was? Nee. Also, Jens, manchmal. Ja, danke. Danke. Endlich hast du es eingesehen. Ja, ich hinterfrage nie wieder, was du sagst. Ja, besser ist das. So. Das ist aber auch schon wieder keine einfache Strecke. Die ist schwer. Dave meinte, das ist die. Ist Monaco ohne Wände. So wird sie bezeichnet in der Szene. Die hat. Also zu fahren an sich, wenn man so gemütlich fährt, ist ja wie jede Strecke halt, kann man fahren, ne? Jede Strecke, wenn man gemütlich fährt, kann man fahren. Aber um sie gut zu fahren, das ist krass. Weil es gibt so wirklich tricky Kurven. Bisschen zu schnell in der Kurve bist, fliegst du gleich in sofort in Sand rein. Zu langsam verlierst du zu viel Zeit. Ja, du musst, das ist ganz tricky, du musst von einer Kurve die Zeit für, also rausholen, damit du die nächste Kurve auch schneller fahren kannst, weißt du? Du verlierst so viel Zeit, wenn du eine schlecht fährst. Hier ist so eine Ecke, da darfst du wieder mal nicht rauskommen, weil du sonst keine Zeit kriegst. Du eigentlich denkst, du hast Platz, weil so viel Platz an der Seite ist, aber nee, darfst nicht raus. Du bist zweimal hintereinander rausgekommen. Ich weiß gar nicht, wo du meinst, aber kann ich mir gleich anschauen. Dieses Kiespad ist erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Kurve, sowas. Ach, da wo es nach links hochgeht. So springst quasi. Ja, und auf der rechten Seite darfst du nicht raus. Ja, so weit darfst du nicht raus. Aufs Grüne darfst du nicht kommen, nein. Nee, das ist klar. Bei manchen Strecken darfst du ja voll ausnutzen. Hier leider nicht. Also ich muss sagen, nachdem ich jetzt mit den beschissensten Autos gefahren bin, bin ich den jetzt schon ein bisschen langsamer und entspannter, aber kann man sich gönnen. Kann man sich gönnen, why not? So. Das passt eigentlich. Ist schon so eine so richtig schöne Limousine halt gefühlt. So fährt sich plötzlich wie eine Limousine. Was, der Benz? Der Bentley. Hier, der hing. Aha. Ich habe jetzt gerade mal den Bentley Jaguar Lexus hinzugefügt. Die Autos, die ich eigentlich nicht so, also die ganzen Engländer, die nicht so geil fand, aber mal schauen, was wir hier aus dem machen können. Lassen wir das mal so. Vielleicht einmal noch. Ich tu mir den ein bisschen tiefer legen. Tiefer legen ist, glaube ich, immer gut. Schauen wir mal. No, da darf man auch nicht raus. So. Jetzt habe ich einfach noch ein bisschen näher rangezoomt, damit ihr die Kamera nicht so komisch seht in meiner Kamera. Looks like you're clear on the pit exit. Ja, ich habe die Mikrofone rausgesucht. Ein günstigeres oder was? Ja. Oh, okay. Ich muss dann schauen, aber wie ich das befestige, sag, über mir. Ganz ehrlich? Ja. Vielleicht gönnst du dir mal was Gutes. Ja, das ist halt geldtechnisch wild. Ich wollte, was ich hinaus wollte, weil ich sagte 2-3.
Ich wollte halt im Wohnzimmer das gleiche System anwenden, dann in der Küche und beim Bett weiß ich nicht. Also deswegen meinte ich 2/3 und nicht in einer Stelle, so wie die anderen. Das ist ja verrückt. Warum willst du denn dein schönes Road vom Bett wegnehmen? Das klingt doch super, oder nicht? Deswegen 2/3. Vielleicht nur ja. Da, nur in der Küche oder hier. Also ich bin ja davon ausgegangen, du sagtest, du willst das so haben wie bei Nerds. Nee. Und das sind dann halt 2 Mikrofone für 200 Euro. Da so, nee, nee, ich, nee. Ich habe nur dann... Bist du bei einem guten für 2,70 rum und ich könnte dir eventuell noch 20% Rabatt geben. Ich meinte nur, das, was die haben, dass das ungefähr so ganz geil eigentlich klingt. Also ich finde es störend, wenn das im Stereo aufgenommen ist, weil jedes Mal wird die Stimme leiser, lauter, ja, leiser, lauter. Und nicht immer synchron, links, rechts. Genau, ich würde es gut finden, wenn beide Mikros auf Mono gestellt sind, so dass man einfach sich bewegen kann, ohne dass der Sound zusammenfällt. Das finde ich schon sinniger, aber Stereo macht man ja eigentlich, wenn man so einen gewissen, wenn man zum Beispiel mehrere Sachen aufnehmen will und so ein bisschen die... Ja, also ich weiß nicht, ich würde es nicht so tun, ehrlich gesagt. Was hältst du denn so von dem Sound jetzt hier in der Küche? So, jetzt ja, von mir stabil, so. Ne? Das ist halt das ganz normale Bedinger-Ding. Ich sag mal, mein Low-Budget-Tipp ist einfach, mit dem zu arbeiten, was du schon hast. Vielleicht. Genau, das glaube nicht, dass muss das ich so ja eh. Muss ich ja eh, das war halt... Nur so ein Gedanke für irgendwann vielleicht oder einfach mal verwerfen, je nachdem, wenn wir drüber reden, philosophieren, so wie jetzt. Und genau, das ist auch meine Sache. Erstmal schauen, wie das jetzige ist. Das aus dem jetzigen. Also ich glaube, mehr rausholen muss ich ja nicht. Ich meine, es ist auch okay, es sitzt einfach neben mir das Mikrofon. Ich kann auch gut reinreden, es passt alles. Ich habe es auch nicht genau vor der Fresse, sondern ich habe es 8 cm neben dem Mund so schief. Was auch, ich rede halt direkt rein dadurch trotzdem. Was auch okay ist, nur mich stört es, dass ich das Ding nicht nochmal habe im Wohnzimmer. Weil es halt nicht mehr gibt. Ich hatte das schon geordert, aber das kommt erst in 3-4 Wochen. Das Behringer nochmal, weißt du? Ja. Und ich hatte sogar das geordert, das eine Pack im Angebot. Das Viererpack? Das Dreier, oder? Der Dreier, ja. Okay. Dreierpack mit außen anschalten. Hatte ich damals schon geordert, weil ich wollte halt das gleich haben. Aber ja, gab's da nicht. Irgendwann kommt es halt auch. Wie meinst du das mit aus- und anschalten? Ist das quasi so ein Zwischending, wo du das dann an und aus... Am Mikrofon kannst? Selber ist ein Außenanschalter, so wie bei den Mikrofonen, wo sie singen. Haben sie manchmal auch sowas. Du kannst es da außen so, anmachen, am Mikrofon. So. Das ist die S-Variante. Ja, ja, klar. Okay, stimmt. Das Behringer war ja so ein Gesangsmikrofon, ja. Und das ist halt die günstigste Alternative. Dann habe ich es halt quasi zweimal, dreimal. So kannst du dann überall hin tun, das ist der gleiche Sound. Würde ich halt feiern. Und ich könnte es dann auch festmachen an mehrere Stellen noch. Ich habe hier insgesamt 4 Anschlüsse. Und mit dem Ausschalten ist halt gigantisch. Dann muss ich auch nicht jedes Mal die Lautstärke ändern. Das nervt mich an dem gerade. Jeden Tag muss ich die Lautstärke von dem in der Küche runterregeln und die Lautstärke dann im Bett hochregeln. Und ich mache es halt nie gleich. Deswegen bin ich immer so Fan von Prozenten. Weil es halt die gleiche Quelle ist. Aber das passt schon. Deswegen, also das wäre halt erstmal so, aus denen was zu machen. Und dann irgendwann mal, falls es nicht reicht oder falls ich dann doch mal was anders wollen würde, eins von diesen Dingern, das ist was einfach von oben kommt. Was meinst du, wie weit kann ich das Mikrofon hier weg tun von mir, dass es noch gut klingt? Also ich finde ja zum Beispiel eine gute Position, du sitzt doch vor so einer Art Rig, ne? Ich sitze, das Mikrofon ist am Tisch und kommt rechts von mir neben den Mund. Also die Frage ist, du guckst ja auf einen Monitor drauf und der ist doch quasi hinter diesem Ständer, den du gekauft hast. Ja, ne? Vor dem, hinter dem, wie auch immer man das sieht. Ich schaue auf den Monitor drauf. Ja, also ich,
Ich finde jetzt zum Beispiel eine gute Position für solche Mikros, die ein bisschen weiter weg sind, vielleicht über dem Monitor, sodass das quasi über dem Monitor guckt. Dass du quasi auf dem Monitor drauf redest. Da ist die Kamera, ne? Wo die Kamera ist. Ah, okay, aber man kann es ja auch über die Kamera machen. Genau, und da kann ich es ja direkt von der Decke kommen lassen, direkt. Ja, würde ich persönlich auch so machen. Also ja. ich hab's jetzt an der Ecke des Tisches. Mit diesem einen Halter, den ich da eigentlich schon kaputt ist, aber das XLR-Kabel ist sehr stabil, das hält es ganz gut. So dass es nicht nach vorne kippt. Und ja, es stört auch kaum. Aber ich überlege trotzdem immer, also so wie es jetzt ist eigentlich optimal. Also es ist nicht im Sichtfeld, ich kann direkt reinreden und es stört halt gar nicht. Das ist halt schon perfekt eigentlich. Ich würde es halt ungern ändern. Aber optimiert, sage ich jetzt mal, wäre es vielleicht, wenn es von oben kommen würde. Nur von oben muss es halt so kommen, dass es nicht im Sichtfeld ist. Ich muss nochmal nachhaken. Hast du es jetzt von der Seite aktuell oder ist es schon so quasi über der Kamera? Rechts von mir, von der Seite. Ah ja, von vorne. Zum Beispiel auch. Also, der Tisch ist halt... Warte. Ich kann dich nicht sehen leider gerade. Musst du nicht. Ich habe nur gesagt, warte wegen dem Spiel. Erzähl gleich weiter. Kurz was testen hier. Ja, also im Grunde genommen weiß ich ja Bescheid. Also dann hast du das gerade von der Seite so hängen. Ist eigentlich auch in Ordnung. Um die Frage zu beantworten, wie weit ist denn der Monitor so ungefähr weg? 30 Zentimeter. Genau, 80 Zentimeter. 80 Meter. Ja, du musst halt, also umso weiter das Mikrofon halt weg ist, umso mehr Raumklang hast du halt, weil genau. Wenn es weiter weg ist, musst du es lauter machen und wenn du es lauter machst, nimmt es halt alles auf. So. Ja, und das hat er auch erklärt gehabt nochmal, der Techboss. Genau erklärt und gezeigt. Voll geiles Video, finde ich, von ihm. Es ist jetzt nicht so der Riesenunterschied, hey, ob du jetzt ein Shotgun-Mikro nimmst oder ob du nur eine Niere nimmst oder eine Superniere. Also ab einer gewissen Distanz, wenn du ein bisschen weiter weg gehst und du die Lautstärke mäßig aufdrehst, hast du einfach mehr Raum. Mhm. Du hast ja auch hinter dir Raum meistens oder Reflektionen wie eine Wand. Genau, also, genau das wird das sich nicht vermeiden. Genau, das, was du gerade erklärst, hat er gezeigt. Total geil, super, dass du es genauso sagst. Ja, alles gut soweit, Nasti. Passt bei dir? Genau, weil der Sound reflektiert an allen Wänden komplett. Der Sound geht überall hin, hat er gemeint, ne? Ja, auch gesagt. Ja, aber der geht nicht nur einmal hin, sondern mehrfach. Nachdem, wie lang die Wellenlänge ist, flattert er richtig hin und her im Raum und verteilt sich richtig. Und dadurch, dass dieses Signal quasi permanent ist, hörst du immer mehr von dem Raum. Und ob du jetzt zum Beispiel so ein Standmikro nimmst, so ein Großmembran. Großmembranmikro wie dein Samsung oder sowas oder ob du jetzt so ein Shotgun nimmst, sobald das ein bisschen weiter weg ist, wirst du schon den Raum mehr hören und mehr hören. Die Frage ist halt, wie klingt der Raum? Ist das störend? Die Distanz ist jetzt noch nicht so super weit. Also ich würde sagen, das geht voll klar. Aber ich glaube nicht, dass du unbedingt ein Shotgun-Mikrofon brauchst. Es reicht eigentlich, wenn du so ein handelsübliches Nierending da. Ja, und das hier halt, oder? Passt soweit? Das Bedinger. Ist doch eh sehr, sehr laut. Die Gesangsmikrofone sind schon darauf ausgelegt, nah, oder? Eigentlich mehr so auf nah. Bei denen kann ich dir nicht mal unbedingt sagen, ob das jetzt... Also es wird auf jeden Fall gehen, aber wie kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen. Wie ist es? Achso, genau, zwecks. Genau, das war meine Frage, jetzt fällt mir gleich wieder ein. Das Mikrofon, was bei diesem Nerd jetzt da oben ist, das zeigt doch von oben auf den Mund herunter. Man kann sich so wie eine Art Laser vorstellen, ne? Die sprechen ja niemals direkt rein, die sprechen ja vorne geradeaus, oder? Komplett weit weg. Da er aber Stereo hat, wird es nicht direkt auf den Mund zeigen, sondern vermutlich werden die eher gerade nach links und rechts abstrahlen. Weil sonst macht es ja auch wieder gar keinen Sinn. Das ist ja... Also die werden schon so ein bisschen den Winkel Richtung ihn haben, aber so ganz auf dem Mund, glaube ich, macht man das nicht. Das machst du eher so ein bisschen versetzt. Okay, weil ich könnte
Ich bin halt hier, da ist so ein Balken, da ist so ein Holzding, da könnte ich von oben so schräg zu mir runterkommen lassen, das Mikrofon. Also ich würde einfach eine Befestigung dahin machen und würde den Mikrofonarm da anschrauben. Einfach irgendeine Stange dahin und würde eine Stange Mikrofonarm anschrauben. Dann kommt es vom Dach. Ich würde schon sagen, das ist ein bisschen hoch. Also das macht schon nichts, ich kann es ja so lang verlängern, wie ich möchte. Ich kann die Stange ja, die kann ich ja variieren. Die Stange mache ich so. Ich tue die Stange halt so hin, dass es halt reicht. Ist halt nur, wenn man so aufsteht, sich den Kopf anstößt, stirbt man. Nicht ein Loch im Kopf. Deswegen weiß ich ja nicht, ob ich überhaupt was ändern soll. Also wenn die Stange wäre dann aber nicht über deinen Kopf, sondern schon so versetzt, so über Monitor, sag ich mal. Ne? Ja, wie ich halt möchte, na klar. Wie ich halt möchte. Kann von vorne, kann von. Ja. Theoretisch dachte ich, dass sie von oben direkt kommen soll. Aber von oben direkt ist ja Blödsinn, weil es muss ja Winkel sein zu Richtung Mund, oder? Ja, ist schon besser auf jeden Fall. Also ich meine, er strahlt ja nach unten und wenn du sprichst, dann nimmt er natürlich das auch auf. Aber ich würde schon sagen, besser lieber auf den Mund gerichtet, direkt drauf richten. Ja, da muss es ja wirklich vom Monitor auf mich schießen quasi, das Ganze. Ne? Ja. Also ich muss sagen, der Bentley ist okay. Ach, ja? Den fährst du noch, ja. Ja. Aber in Nürburgring gefahren, den Scheiß, aber in Nürburgring bin ich einfach nicht in die Zeit rangekommen, wie ich mit anderen gefahren bin. Aber jetzt so an sich für sich ist er okay. Boah! Oder was ist er? Ja, jetzt bin ich tot. Was? War ganz so laut. Relativ aggressiv am Heck, oder? Gar nicht, das ist einfach voll gemütlich. Also es ist halt so, als ob du Limousine fahren würdest. Es geht. Okay. Ist echt gemütlich. Ist vielleicht was für mich? Weiß ich ja nicht. Kannst du mal den Porsche probieren, wo Tietje sagt, den kann er fahren. Vielleicht ist der ja für ein bisschen... netter. Also wegen nur Zellen. Nice, danke schön. Du musst mal, wenn du von dem Video anhörst, mal wirklich auf das Audio konkret achten. Ich höre das, es ist immer so komisch links, rechts, sich bewegt. Aufmacht ja, und ja, ja. Er bewegt den Kopf wirklich nur leicht und dann hat er sofort immer dieses Panning oder diese Phasenverschiebung. Hat man das mit einem auch? Nee, das hast du mit einem nicht. Da wird es nur leiser oder lauter. Okay. Also das ist eigentlich auch nicht üblich, dass du Sachen Stereo aufnimmst. Zum Beispiel Politiker, wenn die an so einem Redepult stehen und da drei Mikrofone sind, dann sind die alle auf Mono geschaltet. Einfach nur, dass selbst wenn er sich hin und her bewegt, so wie ich jetzt gerade, dass der Sound sich nicht großartig verändert. Die sind aber nicht auf Stereo geschaltet. Das macht man eigentlich nicht. Auch im Fernsehen ist eigentlich immer alles grundsätzlich Mono. Du willst halt, dass die Stimme in der Mitte ist. Und spätestens dann, wenn du irgendein Handy oder sowas nutzt, das vielleicht gar nicht Stereo hat und der bewegt sich irgendwie aus dem Stereofeld raus, dann hörst du die Stimme halt auch leiser. Ja, das ist mit Stereo sowieso komisch. Ja, das ist ein komischer Effekt. Ich weiß nicht, warum die das so machen. Natürlich hast du ein bisschen mehr Raumklang durch dieses Stereo-Verfahren. Vielleicht ASMR-mäßig? Ja, aber ich würde ehrlich gesagt, wenn man das haben will, dann würde ich eher sagen, du nimmst ein normales Mikrofon, das ist Mono, und dann nimmt man noch zwei Head-Mikrofone, die dann an, also quasi du machst dann eine Stereoaufnahme für den Raumklang und dann noch ein Mono für die Stimme, damit die Stimme immer in der Mitte bleibt und du dann trotzdem den Raumklang hast. So würde ich das machen, wenn ich genug Geld habe. Und für solche Aufgaben gibt es zum Beispiel vom Behringer ein Pärchen, das kostet um die 50 Euro, das hatte ich auch mal hier. Das tut seinen Job, ne, Overhead-mäßig halt. Das reicht völlig aus. Vielleicht auch ein guter Budget-Tipp für dich, wenn du sagst, du bist eh mit Behringer zufrieden. Die habe ich dir auch schon mal rausgesucht. Da bekommst du quasi zwei Mikrofone zum Preis von einem und die haben schon gute Werte. Ich glaube, ich habe auch noch Soundfiles, so Testfiles gemacht, so ein bisschen die Qualität mal im Nachhinein vergleichen zu können. I have no race engineer. I can't change or create any setups.
I'm trying a little bit with TCS, ABS and front wing and other stuff. Or brake balance, but I have no engineer. I can't. This, I don't know what I have to change. That the car is reacting different, or I know a little bit about downforce, cause I like Formula One, but it's completely different here. It's also a friend hier in Discord. Ja. Ja, ich möchte. Wenn du möchtest, können wir ja eine halbe Stunde eher Schluss machen, wenn auch immer der sein will. Dann zeige ich dir noch so ein paar Kleinigkeiten. Vielleicht sagst du ja, dass die B-Ringer dir schon völlig ausreichen. Das wäre zum Beispiel ein Stereo-Pärchen. Da hast du dann auch zwei Stück. Die liegen bei um die 50 Euro oder sowas. Theoretisch, wenn jetzt die anderen drei, kommen hätte ich vier von den jetzigen. Ja. Also, auch wild. Aber nee, Stereo muss es nicht sein. Ich meine auch mehr so, dass du dann zwei hast, so wie du sagtest. Eins für den Platz und das eine für den anderen Platz. Das Stereo habe ich halt eigentlich rausgesucht, weil du ja Stereo wolltest, aber du kannst die Dinger ja natürlich beide auch Mono betreiben, ja? Mhm. I'm testing this Bentley. Because the last track, this Bentley was so weird, but it's fine. It's not the fastest car. The other cars, my opinion, are with more power, but it's okay. Also did the same with the Ferrari. And Ferrari was weird at Nürburgring, and here in Hungaroring is fine. After around 20 laps, I started loving the Ferrari. But I still couldn't change the setup in a way to feel more comfortable, you know? Ich erkenne, wenn ich den Schluss mache, habe ich eh immer mindestens eine halbe Stunde. Die ganze Scheiße wirkt und so, das passt schon. Immer zum Anschauen, bin ich immer interessiert. Aber ja. Theoretisch wäre das halt dann für irgendwann, das was jetzt ist, müsste man erstmal mit denen jetzt arbeiten, ne? In der Theorie. Deswegen. Also mal schauen hier. So last day for this track here, Gibbert. So I'm testing a couple cars for the next track. I'm driving all the GT3 cars and comparing between them. But they are completely different and I like it. Deswegen wollte ich eigentlich, ich kann ja auch so testen, ich würde das Ding mal einfach, was ich nur will, dass ich das nicht so direkt zu sehr an der Fresse habe, weil es ist ja doch ein bisschen begrenzt, das Ganze, das stört das schon manchmal, aber jetzt, wo ich es gerade aktuell habe, ist es schon sehr, sehr gut, aber kriege ich es nochmal so hin, weißt du, ich meine, ich muss es immer wieder bewegen. Hier bleibt das bei dir echt nicht stehen. Naja, auch wenn ich nach vorne gehe. Du musst wahrscheinlich das bewegen, wenn du aufstehst und so, ne? Das auch, und wenn ich nach vorne gehe, dass Tastatur und Maus will. Und wenn ich weggehe von dem Platz, tue ich es halt weg, damit es nicht mit in Richtung Raum zeigt. Damit ich nicht da hängen bleibe. Und da, ich habe über meinem Tisch habe ich so kleine
drei Bretter, also kleine Regale, so offeneres Regal. Und da könnte ich den Mikrofonhalter anschrauben und Richtung mir zeigen lassen. Schon mal so eine Art Feldtest. Ich musste nur ein paar Sachen wegräumen und das ist gefährlich, weil ich habe da die Kabel lang verlegt. Aber es würde schon mal gehen. Da muss ich noch gucken. Also das wäre das erste, was ich probieren würde. Das jetzige so nutzen, so wie ich das nutzen wollen würde, wenn wir was anderes kaufen, wie stark das ist. Und ob ich es so ausrichten kann, dass ich verstanden werde, richtig? Aber ich glaube, so gut wie es jetzt ist, glaube ich, werde ich nie verstanden, oder? Und ich habe halt ein bisschen mehr Quality of Life. Zwecks Bewegungsweise. Du verlierst halt zuerst mal ein bisschen an den Höhen, ne? Dann kommt der Raum noch mehr hinzu, dadurch werden auch die Mitten etwas schwammiger. Also, so wie jetzt wirst du es nicht hinkriegen, ne? Okay. Und also mit Bearbeitung vielleicht schon so ein bisschen, aber irgendwann rauscht es dann auch. Stimmt, ich muss es noch viel lauter machen. Das ist auch jetzt schon. Es ist halt aktuell. Ist es am Audioverstärker da? Ist es auf 80%? Und in OBS ist es plus 4 dB wegen dem Bettmikrofon. Ist da der gleiche Eingang? Also, wow! Also ich finde ihn okay. Kann man machen. Kann man machen. Musste zwar viel einstellen auch von der Sicht her. Aber kann man machen. Dann werde ich das halt erstmal so hier lassen. Ich finde es gut, wenn ich spreche, dass es ist ja halt. Es ist also klarer wie es jetzt geht's nie, weil es ist halt direkt vor der Fresse. 5 bis 8 cm. Ne? Ja. Und das andere wäre nur ein bisschen Luxus für Bewegungsfreiheit. Aber das hast du ja, glaube ich, hier nicht, wenn du streamst. Sowieso nie. Und ich wollte ja das. Was mich noch stört, also mittlerweile, weil ich habe es ja jahrelang gehabt, das Samsung Meteor. Ist halt kein Nierenmikrofon, ist halt ein Kugelding, ne? Glaube ich, sagt man da. Der Raumklang. Und ich habe das auf 30-35% Lautstärke und bespreche es halt direkt, dann fällt es nicht auf. Genau. Ich kann das halt ein bisschen lauter machen, dann ist halt total der ganze Raumklang. Und das Problem ist halt, ich muss halt so nah dran, das muss es halt quasi wie beim SM7B, muss ich halt fast küssen, das Ding. Damit es nicht so auffällt wegen Raumklang. Ne? Genau. Am SM7B ist es ja nicht deswegen so, sondern es ist halt einfach nur so leise. Und das ist mir einfach zu nah, muss ich sagen. Und das Ding, die jetzigen, also die XLR, was ich jetzt habe, kann ich auch daneben tun, neben mich und kann daneben vorbeireden, weißt du? Das funktioniert, so wie mit diesem Procaster. Du musst da nicht direkt reinsprechen, sondern kannst oben oder drüber oder links, rechts vorbeireden, auch nur mit 2 cm Abstand, weißt du, was ich meine? Und das geht bei dem anderen halt nicht. Kaum bin ich da ein bisschen weiter weg, hört man die Stimme nicht mehr gut, weil es ja so leise ist. Du meinst jetzt das Behringer mit dem anderen? Mit dem anderen, mit dem das Samsung Meteor. Achso, weil es so leise gestellt ist, okay. Genau. Sobald es nämlich lauter macht, geht das natürlich. Geht's, aber man hört halt extrem Raumklang. Ein bisschen Lautstärke. Und das ist halt, finde ich, unangenehm. Das verstärkt nicht mehr die Stimme, das verstärkt alles andere. Die Stimme klingt halt komisch. Das ist natürlich gerade ein Thema, da freut man sich, wenn man den Raum ein bisschen mit drin hat. Aber bei so einem Standard-Home-Raum, sage ich mal, die klingen halt alle wie Cola-Dose. Ja. Das ist nicht angenehm, da hast du recht. Und deswegen, bis die anderen Behringer kommen, wo ich dann noch ein bisschen rumtesten kann, weil ich hier dann mehrere habe auch. Würde ich mal das Procaster testen.
Also ich hätte noch das SM58, aber das muss man ja bearbeiten. Das geht so live nicht so geil, finde ich. Das habe ich ja schon mal gehabt, 2 Monate. Und ich fand das schon eigentlich von meiner Stimmfarbe oder Klangfarbe fand ich schon okay eigentlich, muss ich sagen. Also, aber im Vergleich zu dem jetzt ist es halt einfach nicht geil. Also unbearbeitet ist es halt schwierig, finde ich. Aber auch nicht jetzt so schlecht, wo ich jetzt sage, das ist jetzt kacke. Ja, das ist halt der Grund, warum ich dir zum Beispiel zu einem Sennheiser geraten habe, weil das klingt halt schon von Haus aus so ein bisschen bearbeiteter. Das haben diese Rode-Mikrofone sehr oft, dass die halt immer so ein bisschen dumpf und muffig klingen. Also jetzt nicht das Podmic oder wie sich das nennt, das ist ja schon wieder was anderes, aber... Das Procaster klingt auch so muffig irgendwie. Das klingt so roboterhaft, finde ich. Bisschen mechanisch. Verzerrt die Stimme ein bisschen. So ein bisschen resonanzmäßig, so Bassresonanz. So, ja, ich kann sein und so kratzend auch. So ein bisschen, weiß nicht. Zu Gronkh-Stimme hat es gepasst, muss ich sagen. Hätte das gehabt? Ja, aber du musst bedenken bei Gronkh, am Anfang, als er damit angefangen hat, da klang es wie Scheiße. Und erst als er da langsam gelernt hat, das richtig einzustellen, und dann hat er ja noch diesen Channel-Strip für um die 150 Euro dazwischen geschaltet. Da sind ja dann auch die Füße und Kompressoren und alles drauf. Da klang es dann am Ende vernünftig. Aber früher die ersten Sachen, da fing er an laut zu reden und es hat nur gezerrt und das klang echt nicht schön. Ich habe ja sogar YouTube-Aufnahmen mit diesem Mikrofon, kann ich dir ja zeigen. Ja, aber ich glaube, Gronkh nutzt das selbst heute noch. Nein, ich glaube nicht. Also zumindest, wenn ich jetzt sage heute, so vom Jahr oder so, hat er es auf jeden Fall noch gehabt. Genau, das kann sein. Aber ich hatte das ja, das Lustige ist, ich hatte die Sachen vor den anderen. Weil ich habe einfach mir Sachen durchgelesen, angeschaut und gesagt, okay, es haben alle das SM7B und alle dieses Yeti. Hatte das Yeti damals auch getestet, weißt du ja. Und das hat nur gebrummt. Ja. War anscheinend sehr störenfällig. Und seitdem, ich hatte nur einmal ein Mikrofon gekauft, wo ich mir gedacht habe, okay, das haben alle. Scheiße, kann es doch nicht sein. Einfach mal so. Hatte dann so viele, dieses eine Blue Yeti, Mike. Und dachte mir, naja, testen wir das mal. 130, 40 Euro damals ausgegeben, das erste Mikrofon. Und hat mich ultra enttäuscht. Und dann habe ich erstmal ein Jahr lang mit dem Zahlmann 01 gestreamt. Für 3 Euro. Ich bin von 130 Euro auf 3 Euro gegangen. Da brauchte ich aber noch eine USB-Soundkarte, die das verstärkt. Und habe es trotzdem auch ein bisschen näher besprochen. Wenn man das. Also, ich habe das auch auf den Tisch gelegt gehabt. Es war komisch. Aber ich habe letztens mal das Mikrofon getestet. Ich habe es ja noch da. Habe das ganz leise gemacht. Habe es nah besprochen. Mit einem kleinen Popfilter und das klingt krass. Also so einen klaren Klang habe ich mit keinem anderen gehabt bis jetzt. Auch nicht mit dem hier. Also Wahnsinn. Das ist eigentlich völlig normal. Sobald du den Sound nicht zu laut machst, also du nicht übersteuerst und nah rangehst, klingen eigentlich die meisten Mikrofone relativ gut. Zum Beispiel bei Hollywood oder im Fernsehen musst du mal darauf achten, was die an ihren Hemden kleben haben und auch zwischen den Hemden, wenn du es nicht siehst. Mhm. Zum Beispiel, wenn jetzt Filme aufnehmen, entweder haben sie ja so einen Mikrofonarm über die Szene hängen. Wenn das aber nicht geht, weil das Mikro sonst im Weg wäre, ja, dann haben die immer Mikrofone am Hemd oder sonst wo kleben. Die sind nur halb so groß wie dein Fingernagel. Die sind winzig klein. Ja, die sind krass klar. Das sind klar. Wirklich richtige Mikro-Mikrofone. Und die Dinger klingen halt Bombe, ne? Mhm. Wie dieses, manche haben ja auch dieses, so ein Mikrofon, das ist so hautfarbig, haben sie an der Wange kleben. Wo ich immer denke, echt? Ja, das wüsste nicht, diese Moderatoren und so. Überall. Habe ich noch nicht gesehen. An der Wange, also,
Manche haben sie auch vor dem Mund, aber manche haben sie neben dem Mund kleben an der Wange. Und das klingt auch ultra klar. Wie kommt das Horn da durch? Kommt es. Okay, an der Wange, das kenne ich nicht. Ich kenne das nur, dass die so eine Halterung am Ohr kleben haben, das dann wie beim Headset quasi dann vom Mund hängt. Ja, das geht so vom Mund weg, aber dann ist es schon nicht am Mund dran, sondern an ganz kurz vom Mund reingedrückt in die Haut. Vielleicht war das okay. Auch falsch, aber es klang halt super. Fand ich jetzt sehr komisch. Klar. Einziger Nachteil bei den Dingern ist halt, dass die oft sehr laut rauschen. Weil da ist nicht viel mit Verstärkung und Technik drin und so. Und deswegen rauschen die halt stärker. Deswegen musst du meistens Rauschunterdrücker bei sowas aktivieren. Ja, die passen die Mikrofonlautstärke immer live an im Fernsehen. Jedes Mal. Ja, die, genau. Aber die haben halt auch noch ewig viele Effekte da noch hintergeklemmt. Gates und Rauschunterdrücker und ähnliches. Ja. Damit das halt dann so klingt, wie es klingt. Oh, mir ist der Benzin ausgegangen. Okay, mit dem Ferrari 146.1 und mit dem Bentley 149. Okay, gut, das ist ja klar. Aber für sich, an sich ist das Auto schon stark. Das passt schon. Ich fand's okay. Jetzt testen wir mal die anderen noch. Ja, da wollte ich immer mal schon so ein Mikrofon haben, ne, wo einfach man ins Hemd oder so anklebt oder einfach so über die Ohren drüber tut, so mit einem Ohr, da hält es also richtig, aber es ist ja dieses, da wird bestimmt teuer. So Funkmikrofone, die so teuer sind. Ich habe auch schon Langstreckmikrofone von Rode und sowas gesehen oder von Rode, von noch aus einem Konkurrenten. Die sind auch ultra klar, aber sind auch nicht günstig. So Langstreckenmikrofon. Also das, was ich dir empfohlen habe, ist ein Langstreckenmikrofon. Ja, hast du irgendwas geschrieben? Nee, oder? Nee, das ist das Sennheiser. Das ist schon ein richtig Shotgun-Mikrofon. Da ist halt der Winkel, wo das zu den Seiten hin abfällt, halt noch stärker. Okay. Und es ist eigentlich so, dass das erste Mikrofon, sage ich mal, das gut klingt, ohne Bearbeitung und halt Shotgun-like ist. Ich habe zwar diese günstigen Shotgun-Mikrofons auch ausprobiert und ich kann dir gleich sagen, die bewirken, wie gesagt, keine Wunder. Also du darfst nicht erwarten, dass du die irgendwie 2 Meter weit wegstellst und glaubst, dass du auf einen ähnlichen Sound kommst wie jetzt. Also komm ich nicht, oder was? Du hörst, nein, echt also nicht? Du hörst mehr Raum als, du hörst mehr Raum als Stimme. So wie bei Monte halt, ne? Der hat sein Mikrofon zwischen 2 Monitoren klemmen. Das ist halt irgendein Mikrofon, was 2000 Euro kostet. Ich habe vergessen, wie das heißt. Das haben mittlerweile auch schon einige Reiche, sage ich mal. Oh, ehrlich gesagt, ich verfolge Monte nicht so. Ich weiß nicht, wie der klingt. Ich kann nur vom Mikrofon sagen. Das klingt halt auch wie Raumklang. Aber man hört ihn dann trotzdem. Der hat aber so eine dunkle Stimme, dass es egal ist, weißt du? Fast. Ja, ich verfolge ja gar nichts mehr. Ich streame ja selber jetzt im Jahr. Aber ich kenne das halt trotzdem. Okay, warst du früher mal Fan oder wie? Achso, ich kannte den gar nicht, muss ich sagen. Alle kannten ihn. Und dann war mal das Gespräch wegen diesen komischen Slots. Das war ich eben. Anscheinend gibt's den schon länger im Internet, aber ich kenne ihn erst seit 2020 oder so. Guck mal, irgendwie so, ne? 1920. Kam das ins Gespräch, wegen diesen Dreh da, diesen Teil, ne, dieses Alge und sowas. Ja, ich glaube, seitdem kenne ich ihn auch. Und da habe ich dann mal gesehen, was das ist, was er da macht und so, und dachte mir, gut, okay, ganz witzig und heftig, wie viel Geld er da verspielt, aber es ist ja sein Geld, aber man sagt, krass mit der Kohle da. Ich habe dir erzählt, dass ich am Mittwoch spontan noch zu einer Freundin bin. Und die hat mir am Mittwoch in der Nacht gebeichtet, dass sie mega großer Monte-Fan ist. Ach so. Das hat mich ein bisschen schockiert, weil das ist die erste Person in Real Life, die mir erzählt, dass sie Twitch guckt. Und ich habe mich immer gefragt, wer guckt Monte? Jetzt weißt du es. Deine Freunde. Die Nachbarin, ja. Ich dachte immer, das gucken nur Jungs.
Ja, nee. Gerade im Monte gucken viel. Viele Weiber. Ja, weil die gucken auch wohl viel diese ganzen anderen Sachen, auch diese Reality-TV-ähnlichen Formate von diesen bekannteren Leuten. Okay. Hier irgendwie so dieses Camp-Dingsbums. Ich glaube, du kennst dich da besser aus. Dschungelcamp oder was? Nee, nicht Dschungelcamp, sondern so die Twitch-Version davon. Ach so, Angelcamp. Ja, sowas, genau. Und sowas gucken die auch und anscheinend ist das wohl. Ja gut, das ist ja auch gut gemacht geworden. RTL 2 und sowas gucken. Also das erste Angelcamp habe ich auch gesehen, das ist schon sehr gut gemacht worden. Also okay. Das war schon stark, ja, also da kann man nicht sagen. Das erste, was ich von denen jetzt kenne, ist dieses Seven Wild. Seven vs. Wild, ja. Fritz meine genau. Ich, habe ich nicht gesehen, weil ich seitdem ja streame. Ich habe es noch nie gesehen, es kommt ja Staffel 2. Mit einigen Twitch-Streamern auch. Ja, genau. Achso, und den Knossi hat es mir erzählt, ist auch so Fan von. Das ist doch schön. Ja. Dann habe ich mir erklären lassen, dass man den nicht gucken darf, wenn er in seiner regulären Sendung ist. Weil ich habe einmal reingeguckt und ja, also ich habe einmal bei Knossi reingeguckt, weil er halt so im Gespräch war und ich habe mich gefühlt wie in einer Dauerwerbesendung. Also das war eigentlich nur Werbung. Und da hat sie mir dann erzählt, ja, das kann schon sein, weiß sie auch selber nicht so richtig oder sie hat es gar nicht gemerkt, ich habe keine Ahnung. Und, aber wenn er halt so irgendwie Slots und sowas macht, was sie auch total gerne guckt, hätte ich auch nicht gedacht, dann ist das schon nochmal was anderes, sagt sie. Oder halt diese Real-Life-Formate. Ja, die Real-Life-Formate sind schon gut gemacht, das ist halt so wie im Fernsehen halt, auf die Twitch-Art. Genau. Das finde ich nicht schlecht. Genau. Aber es sind jetzt auch nicht alle so gut gegangen. Ich habe mir das Angelcamp 1 angeschaut. Das fand ich ganz okay. Dann habe ich mir dieses Horrorcamp angeschaut. Das fand ich nicht geil. Das sagt mir nichts. Und das Angelcamp 2, das fand ich okay. War aber nichts so legendär wie das erste. Es war halt die erste so richtige, sag ich mal, Reality-Show oder sowas wie in Twitch. Das gab es da noch nicht. Und das fand ich cool. Und dass da viel Werbung dabei ist, ist klar, weil die haben ja heftige Einschaltquoten und da tun sie auch sich sponsern lassen so ein bisschen, ne? Klar. Ist das teuer, das Ganze. Ist ja wie so eine Fernsehproduktion mit 30, 40 Leuten, die kosten ja alle Geld, für ein paar Tage. Und sich auch bezahlen lassen. Ja, ich hoffe mal, dass die bezahlt werden. Also ich muss sagen, ich glaube, ich kann langsam mit allen Autos so, bin ich jetzt alle nicht ganz so scheiße, wenn sie nicht beschissen sind. Der Mercedes, in dem kann ich ja gar nicht, also das ist halt der letzte Dreck. Aber wer weiß, vielleicht komme ich mit dem auch irgendwann zurecht. Schauen, was ich aus dir machen kann. Oh. Jetzt bin ich aber mal weggerutscht. Uiuiui. Chat, if you want to join, you have to download a couple mods. You have to ask in the chat for the mod link. Boah, mit dem BMW haust du ja Sachen raus, sehe ich gerade. Welchen BMW? Ich fahre gar kein BMW. Achso, fahre ich BMW gerade? Nee, du bist vorhin wohl oder irgendwann BMW gefahren hier auf der Strecke. 9 Sekunden schneller als ich. Nicht Ferrari war das. Ferrari 1,46 irgendwas. Da fahre ich doch jetzt erst. Bin ich jetzt erst eingestiegen ist? Ja, okay, keine Ahnung, was steht bei mir so? 8,589. BMW M6, ET3, 1,50. Aber das war die erste Runde, die war halt kacke. Ja. Das ist eine Testrunde. Für mich reicht 10 Mal. Ja, das ist jetzt kein Vergleich, du. Ja, ist klar, dass ich für dich kein Vergleich bin. Nee, dass ich fand krass den Progress, den du am Anfang gemacht hast.
und so gut dann geworden bist, dann dachte ich mir, hey, wie kann das nicht sein, wo ist denn die Lernphase bei ihm, die richtige Lernphase? Und anscheinend kommt die halt jetzt erst noch. Du hast das super durchgestartet und jetzt, glaube ich, musst du das halt alles bewusster machen, ne? Ich glaube eher, dass ich die Lernphase übersprungen habe, weil super schwierig ist der Einstieg jetzt auch nicht. Aber um halt gut zu fahren, muss man dann halt doch eine ganze Ecke üben. Ja, und ich war ja auch nicht gut, dass ich übe und übe und übe und trotzdem eigentlich ultra schlecht. Ich sag mal, wenn ich direkt in die zweite Phase gekommen bin, dann bist du jetzt vermutlich schon in der dritten oder vierten Phase. Da muss ich erstmal hinkommen. Die erste habe ich übersprungen. Ich hätte am Anfang theoretisch gesehen auch besser fahren können, aber ich habe halt mehr mit Absicht, sage ich mal, immer ein bisschen zu schnell und viel und hier und da, weil ich halt gleich gute Runden fahren wollte. Wäre ich ein bisschen vorsichtiger gefahren, hätte ich mich auch nicht so oft gedreht. Genau, und das musst du halt machen, muss ich auch lernen. Vorsichtiger fahren und dann bei gewissen Stellen einfach dann riskieren, aber wenn man vorsichtiger fährt, weiß man schon mal, wie man dann was riskieren kann. Ja. Ich muss es auch lernen, mehr bremsen, früher bremsen, früher raus beschleunigen. Das habe ich erst heute noch mehr gemerkt. Aber bei der nächsten Strecke schaut es wieder halt anders aus. Ja, ich muss zum Beispiel lernen, nicht immer Vollgas zu geben, sondern auch mal ein bisschen mit dem Gas zu spielen. Das ist so sowieso. Ich gebe so selten Vollgas. Bremsen dass genauso. Dass man in der Kurve die Geschwindigkeit nicht verliert, das habe ich tatsächlich vor ein paar Tagen besser hingekriegt. Da habe ich immer noch mal ein bisschen Gas reingeschoben, dass er auch nicht ausbricht und die Geschwindigkeit nicht verliert, aber das kriege ich aktuell gerade nicht so gut hin. Also diese Strecken hier sind auch echt schwierig. Der ist genauso eine Limousine, der hier wieder an der. Ich finde ihn gut. Ja, aber die nächsten Strecken, ich habe ja ein paar getestet vorgestern und sind auch von der Grafik krass. Also da denkst du nicht einmal, dass das also der Corsa noch ist. Also Wahnsinn, was auf der Tribüne zaubert und was auf die Strecke ausschaut. Denkst du, wäre ein ganz anderes Spiel. Also wir haben noch eine rosige Zukunft im Spiel, sag ich mal. Wenn nur ansatzweise das, was ich geplant habe oder schon organisiert habe, oder kommt, nur ein Teil. Wenn wir jetzt alle, sag ich mal, 3-4 Tage die Strecke wechseln und verschiedene Autos testen alles und das so weitermachen, haben wir ein paar Jahre Content, easy. Und irgendwann kommen wir die Strecke ja wieder, die gleiche. Die uns gefallen, weißt du? Ja, also auf jeden Fall machen die Strecke schlecht. Aber ich finde sie ein bisschen langweilig. Aber vielleicht das ändert sich das, wenn das mehr langweilig ist sie nicht. Das ist total krass. Ich weiß nicht genau, musst du mehr fahren? Musst du mehr fahren und schauen, an die Grenzen zu gehen? Kannst du dich an die GTA-Strecke zum Beispiel, die wir gefahren sind? Die war krass. Die war, fand ich zum Beispiel richtig spektakulär. Ja, die war auch spektakulär, klar, das war wild. Das sind halt richtige Rennstrecken hier. Und die wir danach, glaube ich, gefahren sind, fand ich auch super. Ja, Bockring. Achso, nee. Vielleicht auch die davor. Tor Poznan. Also ich mache das jetzt so, ich versuche das so zu machen, dass wir erstmal die Strecken fahren, die in mehreren Rennserien halt dabei sind und auch in mehreren Spielen, so wie zum Beispiel AC, ACC, Automobilist und so weiter, damit und auch die Weltstrecken, weißt du? Ja. Ich überhole dich rechts, oder? Glaube ich. Okay, da. Ich wollte möglichst viel Platz machen. Da außen, da darfst du nicht bremsen. Nee, du hast keinen Grip außen.
Null. Du musst bei der Kurve nur innen fahren. Das musst du bei mehreren Kurven, du hast bei mehreren Kurven an gewissen Stellen keinen Grip hier. Null. Wenn du das nicht weißt, dann fliegst du immer raus. Die Straße ist riesig teilweise, aber nur an bestimmten Stellen hast du Grip. Aber nicht schlecht, Katie, dieses Teil auch, was ich ja bei Nürburgring gehasst habe. Viele Autos, die ich jetzt eigentlich gehasst habe, versuche ich einfach fahren zu lernen. Zeit hin oder her, die haben alle ihre eigene Liga, ihre eigene interessante Ding. Dingsbums. Mit dir aber gar nicht gerechnet, Jensi. Scheiße. Ich dachte, ich sehe dich gar nicht mehr die Woche. Ich wäre eigentlich nur eine Stunde eher da gewesen, aber ich habe mir gedacht, spielst noch mal eine Stunde Klavier so. Zum Entspannen, oder? Ja, ich muss aber auch wieder regelmäßig, also täglich spielen, so langsam. Weil ich so ein bisschen auch da mal weiterkommen möchte. So. Ich habe schon seit Jahren irgendwie so ein Lied, an dem ich schreibe, und wenn ich das nicht bald fertig bringe, dann ist das schon so abgestumpft, dass es mich einfach nur noch langweilt und dann bringe ich es am Ende wieder nicht zu Ende. Ich weiß auch, warum du heute da bist, der Technik nicht da ist. Macht am meisten Sinn. Hä? Der Technik ist heute nicht da. Der ist heute Gitarre spielen. Hallo. Weil du Klavier gerade eben gesagt hast. Ja, er muss ja in seinen Übungsraum. Ich hab's so einfach. Ich setze mir Kopfhörer auf und setz mich hinter den Stuhl neben hinter mir und gib Power, ne? Ja. Schon praktisch. Übungsraum zu Hause. Ach, zu Hause hat er den? Nein, du. Achso, nee, neben mich meint er, ja klar. Geht ja nicht anders. Extra das Piano mit den leisesten Tasten gekauft, so, weil die Tasten klappern ja meine Mitmieter immer zur Verzweiflung gebracht hat. Sich beschwert. Warst das nicht du, die sich mit zwei Verzweiflung gebracht haben, bist du sicher? Und die Tasten klappern? Ja, sowohl als auch. Zum Glück. Double Combo. Klingt halt für die Nachbarn, als wenn jemand Stunde, anderthalb Stunden lang auf den Tisch rumklopft, so. Ja, nicht so geil. Ja. Ich finde den an sich stark hier, das Teil. Muss nur, glaube ich, vorne ein bisschen mehr Druck geben. Ich fand den so schwammig, aber ich kann mit dem jetzt arbeiten, mit der Schwammigkeit. Aber vorgestern, als du da warst, das Wilde, warst du wirklich, sag ich mal, nicht in Topform. An dem einen Tag wegen dem Laptop, was ich dir gezeigt habe. Ja. Mein Anliegen war, ich wollte dir zeigen, wie scheiße Apple ist. Und